Herzlich willkommen im Museum der Stadt Ludwigsfelde. Heute zu Gast Mike Primus als Mitglied vom Verein Freunde der Industriegeschichte Ludwigsfelde. Wir kommen hier zusammen, weil wir uns über den ersten W50 oder den W50 allgemein unterhalten wollen und weitere Kapitel, die mit Ihnen und IFA, dem großen IFA-Kombinat, was hier in Ludwigsfelde ansässig war, zu tun haben. Herr Primus, stellen Sie sich doch bitte kurz noch mal vor, welche berufliche Tätigkeit hatten Sie inne in der IFA-Zeit? Ich muss erst mal sagen, dass in meinem Pass oder Ausweis Michael Primus steht. Und das Mike hat eine Geschichte. Als ich 1965 ins Autowerk kam, war ich noch in der Rückmontage, wo die Fehler vom Band abgearbeitet werden. Und bin 1967 im Sommer in den Kundendienst in die Gruppe Schulung gewechselt. Und als erste ausländische Schulungsgruppe hatte ich Kubaner. Ich kenne Spanisch und die ein bisschen Englisch und ich auch ein bisschen Englisch. Und da haben sie nicht Miguel zu mir gesagt, sondern Mike. Seitdem war das im Kundendienst so üblich und so werde ich so gelernt. Ja, bin also in den Kundendienst als Kfz-Schlosser von der Ausbildung her. Vom Moped bis zum LKW gelernt. Und die Stelle im Kundendienst habe ich nur bekommen, wenn ich mich verpflichte, auch zu studieren. Weil mein Kundendienstleiter gesagt hat, vor dir im Unterricht sitzen Meister und Ingenieure. Und da musst du schon mal dich noch mal auf den Hosenboden setzen. Das habe ich dann auch gemacht. Habe also einmal Maschinenbau studiert und dann noch mal einen Kundendienst nachgelegt in Zwickau. Und habe 67 bis 70 als Schulungsbeauftragter gearbeitet. Da hatte ich noch einen Chef. Und 1970 habe ich dann die Schulung übernommen und wurde Schulungsleiter. Und dann bis nach der Wende dann Mercedes mich glücklicherweise mit übernommen hat. Die Aufgaben waren also, die Leute der Werkstatt vom Schlosser, Kfz-Schlosser, über den Meister bis zum Kundendienstleiter der Werkstatt oder auch Ingenieure mit dem Erzeugnis vertraut zu machen, Instandsetzung, Wartung, Pflege und so weiter, alles, was darum praktisch existiert, um so ein Erzeugnis. Und das im In- und Ausland. Ich habe also im Inland geschult, bin dann die ersten Jahre in das damals sozialistische Wirtschaftsgebiet, also SW, gereist, habe mit Polen begonnen, Ungarn, CSSR und so weiter. Und dann waren ja unsere Exportmärkte auch im NSW, im nicht-sozialistischen Wirtschaftsgebiet. Und dann wurde ich 1971, war es ja, das erste Mal in den Irak geschickt, nach Bagdad, wo wir angefangen haben, praktisch zivil zu liefern, für zivil, was ich später dann umschlug in Armeefahrzeuge, wo ich dann später auch bei der Armee in Bagdad Schulungen gehalten habe. Na und so ging es weiter in, ich glaube, 25 Länder, wo ich mich also betätigen konnte. Sie haben jetzt also eingeführt, dass Sie im Kundendienst, ganz konkret im Schulungsdienst tätig waren, da auch dann leitende Funktionen später übernehmen konnten, dass Sie vor allem auch im Ausland aktiv waren für die IFA-Schulung, für den IFA-Schulungsdienst. Sie haben jetzt gesprochen, dass Sie in Ungarn waren. Mit Ungarn gab es ja ganz früh schon, sage ich mal, Kooperationen hier mit dem IFA-Kombinat, dass man Vertragsarbeiten hier hingeholt hat, dass man aber auch Ungarn gut versorgt hat mit W50. Ne? Der Export, das war ein wichtiges Geschäft hier aus Ludwigsfelde. Mir ist von Ungarn natürlich immer bekannt das Stichwort Husarenritt. Michael Primus und der Husarenritt, habe ich gehört, das ist eine Geschichte, die gilt es hier festzuhalten. Was ist der Husarenritt und vor allem, wie kam es zu dieser Aktion? Der Export nach Ungarn war einer der ersten mit, lief aber im Land schleppend, also der Verkauf. Wir haben dort ein Inlandsvertriebssystem gehabt, Autocare hießen die, und da die Autos wie Sauerbier rumstanden,
hat unser K-Direktor, kaufmännischer Direktor, gesagt, wir machen eine Werbeaktion in Ungarn. Wir nehmen 10 verschiedene Fahrzeuge, Varianten, und fahren dann von Budapest aus dann auch durchs Land. Ja, und in Budapest war eine Veranstaltung im großen 100.000-Mann-Stadion, im NEB-Stadion, angesetzt. Jeder musste sein Auto vorführen, was es kann und so weiter. Die Drehleiter war da, der Ladekran war da und so weiter. Und ich hatte einen Allrad-Kipper. Und habe ihn dann vorgeführt, habe die Wanne hochgefahren, habe ihn ein bisschen wippen lassen. Und neben mir stand die Frau Kösegwari, das war die Chefin von Autocare. Wir hatten auch Monturen von Autocare an. Das war eine Veranstaltung für den Inlandsverkauf. Und da sage ich, Frau Kösegwari, bei der Ladebühne wackeln, das kann Ihr Schäpel, den Sie bauen, auch. Da sagt sie, was kann Ihrer mehr? Dann sage ich, unser kann da oben auf die Tribüne hochfahren, über die Treppe. Was? Machen Sie sofort. Ich kam nicht dazu, meinem Kundendienstleiter, meinem Direktor, der dabei war, die standen weiter weg, zu fragen. Also Verantwortung war bei der Frau Kösegwari. Dann fahren Sie da hoch. Sie hat den Handkameramann sofort nach oben bestellt, dass er das Hochfahren praktisch gleich filmen konnte. Und dann sind wir darauf geklettert, ohne Problem. Ja. Und abends im Hotel hat mein kaufmännischer Direktor gesagt, Mike, ist ja nun mal gut gegangen, aber wenn das schief gegangen wäre, dann hättest du dir einen Mühlstein um den Hals binden können und in die Donau springen. Aber ich wusste ja, was das Auto kann und war also ohne Problem. Ja, das ging dann durchs Fernsehen, wir konnten uns das abends anschauen. Ja, und dann war es dann Karikaturen in der ungarischen Zeitung, Karikaturen bei uns in der Zeitung. Und dann hieß das eben, der hat einen Husarenritt sich erlaubt. Ne? Und er ist ja gut gegangen. Und danach ist der Verkauf merklich angelaufen in Ungarn. Haben wir da alle, ja, die dort Interesse hatten, von der Polizei über die Post und was weiß ich alles. Dann wurden die Autos auch abgesetzt und bis zum Schluss war er in der 5 Tonnen oder 10 Tonnen Gesamtmasseklasse, war er der LKW in Ungarn. Der Husarenritt ist also ganz einfach gesagt die Fahrt eine Stadiontreppe hinauf, mit der sie die Marketingaktion oder die Werbeaktion verstärkt haben und das war ein absoluter Erfolg für den i-Tüpfelchen. Verstehe. Ja. Dann haben wir das auch endlich mal hier im Museum besprochen. Das ist ja tatsächlich ein Mythos, der hier oft angefragt ist. Was ist überhaupt der Husarenritt? Sie haben jetzt über Ihre Zeit in Ungarn schon angefangen zu sprechen. Wie lange waren Sie ungefähr in Ungarn und war das Ihr erster Auslandseinsatz? Sie haben gesagt, Sie waren vielleicht kurzzeitig vorher auch schon mal in Polen, aber der erste längere Aufenthalt, war das Ungarn? Der erste war Polen und Ungarn kam dann immer so mit 4 bis 6 Wochen. So waren die Lehrgänge aufgeteilt und das immer mal im Frühjahr, mal im Herbst, unterschiedlich. Also ich war nicht ständig in Ungarn, sondern ich bin auch auf andere Märkte gefahren und habe dort geschult und auch im Inland. Und ja, es ging dann weiter mit der CS68, war nochmal die CSSR dran, wo diese blöde politische Sache da war. Und Sowjetunion, Leningrad damals, da haben wir ein eigenes Schulungszentrum auf einem großen Kraftverkehrsbetrieb gehabt, ausgerüstet mit allem drum und dran, haben einen Garantieersatz der Lager dort betrieben. Der Leiter hatte eine Frau, die Russischlehrerin war, die konnte unsere Lehrgänge dolmetschen. Also unser Schulrussisch hat da nicht so ausgereicht, um einen Lehrgang zu bestreiten. Ja, und das war dann praktisch bis dann eben schon 1971 dann auch das NSW mit dem Irak dazu kam. Ja, und dann ging das Plautz, ob SW oder NSW, so wie die Exportverträge waren. Darin waren die Schulungen mit verankert, was wir zu liefern haben. Tagegeld zu zahlen, Übernachtung das zu stellen und wie lange sie hier bleiben und so weiter und so fort. Welchen Inhalt die haben sollten. Wir haben ja praktisch von der Stoßstange bis zum Rücklicht oder Anhängerkupplung
alles geschult. Wir waren in den Werken mit den Schulungsgruppen, ob nach Nordhausen ins Motorenwerk, nach Brandenburg ins Getriebewerk, nach Triptis ins Lenkungswerk und. Haben den Leuten und am Wochenende haben wir denen dann auch noch ein bisschen Kultur geboten. Eine Anekdote vielleicht. Bei den Kriegshandlungen Irak und Iran hat es eben nicht anders gepasst, dass wir zwei Gruppen, eine Iran und eine Irak, zusammen im Interhotel Potsdam untergebracht haben. Ja, und dann habe ich in meinen Memoiren geschrieben und da musste man schon schauen, dass sie sich dort im Interhotel nicht auch noch hauen. Ja, das ist ein Narrativ, was wir in den Interviews tatsächlich zurzeit oft besprechen, dass der W50 sowohl an den Iran als auch in den Irak geliefert wurde. Wenn wir jetzt weiter Ihre Tätigkeit im Kundendienst betrachten, war es denn so, dass Sie diese Kundendienstzentren oder diese Schulungszentren erstmal aufbauen mussten oder gab es vom Kombinat direkte Vorgaben und da haben Leute schon was aufgebaut, wo Sie sozusagen diese Infrastruktur dann nutzen konnten oder mussten Sie sich das erst selbst erschließen, selbst aufbauen und haben je nach Situation, die örtlich gegeben war, geschaut, wie kann ich hier überhaupt für IFA einen Schulungsdienst anbieten? Die Schulungszentren waren auch Bestandteil des Exportvertrages. Wir lieferten dann Sonderwerkzeuge, Schnittmodelle, alles, was so mit der Schulerei zusammenhängt. Und ja, meine Kollegen, die schon vor mir dann im Markt waren, haben meistens die Schulungszentren schon ausgerüstet, aufgebaut. Und ich habe die Eröffnungsschulung dann gehalten. Verstehe. Was war aus Ihrer Perspektive heutzutage die herausforderndste oder der herausforderndste Schulungseinsatz, den Sie hatten? Das war mal in Südamerika, in Georgetown, Guyana. Da wurde mir gesagt, du kriegst einen Dolmetscher. Denn mein Schulenglisch, ich hatte da die Sprachkundenprüfung noch nicht, die ich später danach geholt habe. Du kriegst einen Dolmetscher. Und als ich dann anfing dort, dann kam so eine ältere Dame, die hat im Busch gewohnt, war eine Österreicherin und die wusste, wie ein Affe und eine Kokosnuss auf Englisch heißt, aber nicht wie eine Kurbelwelle oder ein Kupplungspedal. Hat keinen Zweck gehabt. Habe ihr Tagegeld ausgezahlt und habe dann mit den Leuten von der Schulung mich entschuldigt, dass ich noch nicht so das gute Englisch kann. Ich habe aber gesagt, ihr müsst mir helfen. Wenn ich hier den Meißel hochhalte, dann müsst ihr sagen, das ist ein Schüssel. Und dann lerne ich das mit. Und wir haben uns wunderbar, ich habe dabei gelernt. Wir haben viel Praxis auch gemacht. Auto auseinandergenommen, wieder zusammengebaut, eingestellt und so weiter. Und am Ende dieses Lehrganges habe ich eine Schlipsnadel geschenkt bekommen aus Gold. Da hängt unten am Goldkettchen die Landkarte von Guyana, das ehemalige britisch Guyana, das oben liegt. Und das haben die mir geschenkt und waren so, ich habe mich gewundert, warum muss ich denn da eine Unterschrift auf einer Bedienungsanleitung leisten? Haben alle so eine Bedienungsanleitung auch bekommen. Mit der Unterschrift sind die zum Goldschmied gegangen und der hat die Unterschrift dann auch noch auf ein kleines Plättchen an diese Schlipsnadel. Da hänge ich sehr dran. Es war ein ganz emotionaler Moment. Das heißt, Sie konnten eine große Dankbarkeit dieser Menschen ablesen, die trotz der kommunikativen Herausforderungen doch sehr positiv durch Sie geschult wurden. Wir sitzen jetzt hier heute direkt am ersten W50, der im Museum ausgestellt ist. Wenn wir jetzt dieses Fahrzeug betrachten, können wir uns gerne mal ein bisschen auch mal zum Fahrzeug drehen. Gibt es natürlich eine Frage, die hier oft gestellt wird. Das ist jetzt der erste W50, der wurde im Industrieverband Fahrzeugbau gebaut, aber da ist jetzt eine IWL-Plakette zu sehen. Was hat das für einen Hintergrund? IWL steht ja für Industriewerke Ludwigsfelde, das ist doch aber eigentlich ein IFA-Produkt, oder nicht? Das hat mit einem Datum zu tun. Mit dem Bandablauf des ersten W50 bekam am nächsten Tag urkundlich Ludwigsfelde das Stadtrecht. Der Wagen ist aber noch vor dem Stempel auf der Urkunde gebaut, entwickelt,
im Industriewerk Ludwigsfelde. Und das ist ja das Logo davon. Man sieht die Flügel noch so, aus der Luftfahrt war das herkömmlich. Und da sind die ersten, sagen wir mal 30, 40 Autos mit dieser IWL-Plakette gebaut worden. Und dann hat man gesagt, nee, IWL haben wir nichts mehr zu tun. Wir sind jetzt Automobilwerk Ludwigsfelde und dann fällt das Ding weg. Wenn wir jetzt direkt da drüber schauen, ich stehe gerne auch mal kurz auf. Wir haben jetzt hier die IWL-Plakette und hier haben wir jetzt eine Klappe. Diese Klappe wird auch oft von den Gästen hier im Museum angesprochen, dass es die ja später am W50 nicht mehr gibt. Was hat diese Klappe für einen Hintergrund? Wofür ist die da, wenn wir uns die anschauen? Ich weiß nicht, ob der Zoll was dagegen hatte, weil es ja eine schöne Versteckmöglichkeit war, hier so ein paar Zigarettenstangen reinzuschieben. Mhm. Dass er sagt, der Ludwigsfelde, das Ding muss da verschwinden. Okay, ja. ein Erklärungsansatz. Das war die spaßige Erklärung. Ja. Ja, hier hinter sitzt also nur der Einfüllstutzen fürs Kühlsystem. Mhm. Minus 16 Grad, also hier drinnen kann er nicht zerfrieren. Na ja, okay. So, und dann denke ich, ist es auch sehr aufwendig gewesen, diese Klappe dort zu haben. Und dann kam später eben hier der Kühlerverschluss direkt hier oben auf die Brüstung. Die Klappe fiel weg. Mhm. War, denke ich, auch preislich besser. Mhm. Wenn wir jetzt uns die Front noch mal weiter anschauen vom ersten W50, gibt es Dinge, die auffallen. Die Scheibe ist noch nicht durchgehend. Nein. Gibt es dazu was zu erzählen? Ja, hat man, glaube ich, Probleme mit dem Scheibenhersteller. Wir hätten das schon früher gerne gehabt. Es gab sogar in der Anfangsphase, wenn wir Bremsproben gemacht haben, in der Nacharbeit wurden die Bremsen nochmal nachgestellt, dann wurden sie draußen auf der Straße auch nochmal überprüft und mitunter sogar eine Stotterbremsung gemacht, dann fiel sogar manchmal eine Scheibe raus. Ob das an der Scheibe lag oder am Stichmaß des Fahrerhauses, das wissen wir heute nicht zu erklären. Jo. Wenn wir uns jetzt noch weiter hier umschauen, finden wir hier unten noch was ziemlich Markantes. Das finden wir direkt am ersten W50. Was ist dazu zu sagen, was das hier überhaupt für eine Variante ist, für eine Grundvariante, die hier im Museum steht? Das ist der W50L, also ein ganz normaler Pritschenlastwagen. W50, 50 Dezitonnen Nutzmasse, in Werdau entwickelt, dadurch das W und L sollte wohl der Lastwagen sein. Und diese Abschleppkupplung, die ist hier nur eine Schweißkonstruktion. Später wurde sie eine Gusskonstruktion. Wahrscheinlich auch etwas preiswerter. Mhm. Können wir noch etwas zur Stoßstange sagen? Gibt es da noch eine Besonderheit oder vielleicht eine Herausforderung, ja, wir haben sehr viele Varianten von Stoßstangen gehabt. Sehr verstärkte für die Armeefahrzeuge mit Schutzbügeln drauf und recht kompakt mit Aufnahmen für. Ja, im Bereich der Fußgängersicherheit stelle ich mir jetzt natürlich die Frage, war beim W50 gar kein Brüstungsspiegel vorgesehen? Später kam der Brüstungsspiegel, der saß hier oben drauf. Richtig eingestellt war er, wenn ich von dieser Schleppkupplung hochschaute und dem Fahrer so ins Gesicht schauen konnte. Dann war er richtig eingestellt, dass der Fahrer hier unten auch einen kleinen Hund oder Kinder erkennen konnte, Hindernisse. Und beinhaltete dieses Fahrverhalten auch Ihre Schulung? Waren das auch Ihre Schulungsinhalte, dass Sie nicht nur technische Schulungen vornehmen, sondern auch, wie wird das Fahrzeug überhaupt betrieben? Wie ist das Fahrverhalten? Die Schulungsgruppe im Kundendienst war untergeordnet der Abteilung technisch-ökonomische Kundenberatung. Und da war alles drin. Also, sagen wir, rationelles Fahren, ökonomisches Fahren, Betrieb des Fahrzeugs mit Hängerbetrieb, ohne Hängerbetrieb. Und was kann er, was können Sie ihm zutrauen? Da haben wir mal gesagt, im Irak oder auch in anderen arabischen Ländern, der Esel ist 1 Meter hoch, 7 Meter hoch muss er tragen. Man hat manchmal W50 gesehen, die Federn auf Anschlag durch. Die Pritschen, die sie mitunter selber gebaut haben, aus Hartholz, die haben schon die Hälfte der Tonnage ausgemacht am Gewicht. Und ja, er musste gerade auch in arabischen Ländern oder Südamerika, Mittelamerika
doch ganz schön herhalten, über die 5 Tonnen hinaus. Da war das Test- und Berichtwesen und die enorme Erprobung dann doch ganz gut angesetzt so vom Berg. So ist es, denn ja. In Horstwalde, in dem Testgelände, da ist er ja so richtig angenommen worden. Mhm. Ne? Hat doch eines durchgestanden und kann auch was, besonders auch der Allrad, ne? Dann mit Niederdruckbereifung und so weiter. Toll. Ja, und ich hatte dann in der Schulung, weil wir im Ausland nicht immer ein Schulungszentrum hatten und in jeder Gaststätte hat man einen Raum mieten können, wo man den Theorieunterricht macht. Was machen wir mit der Praxis? Da haben wir einen W50 Möbelkofferwagen ausgerüstet als Schulungsfahrzeug mit der Doppelkabine. Hinten war eine Liege, Doppelliege oder Sitzplatz. Und hinten in dem großen Koffer waren, wie hier auf der Pritsche oben, die Modelle, nicht als Schnittmodell, sondern komplett, dass man dran schrauben konnte. Der Motor im Drehgestell und Achsen und Getriebe, Sonderwerkzeuge, Werbematerial, selbst die IFA-Kittel liegen da mit drin. Und dann haben wir von so einer Gaststätte, wo wir im Raum Theorie machten, draußen auf dem Hof in dem Fahrzeug Praxis machen können. Hat sich, war mit dem Ding bis runter nach im Süden von Bulgarien, in Polen, in der CSSR, mit dem Ding. Das ist ja etwas, was wir auch vom ersten W50 tatsächlich kennen. Dieses Fahrzeug kam ja aus einer LPG wieder hierher nach Ludwigsfelde. Mhm. Da gab es ein Tauschgeschäft. Die LPG Krien hatte das in der Nutzung. Richtig. Dann gab es ein Tauschgeschäft. In etwa als der 200.000. vom Band ging, kam das Fahrzeug hierher. Man hat einen Koffer, wie wir es nennen, draufgesetzt. Ja. Hat auch eine Art, wie Sie es jetzt beschreiben, so Klassenraum, Schulungsraum da reingebaut. Werbung. Ein Werberaum und hat hier im Landkreis Werbung betrieben für die 17 Ausbildungsberufe, die es im Berg gab. Genau. Ja, also das ist vielleicht auch etwas, ja, was man sich von Ihnen, vom Schulungsdienst vielleicht sogar abgeschaut hat in der Art. Genau. Wir stehen jetzt also seitlich am ersten W50 nochmal in der Fahrzeughalle des Museums. Wenn wir jetzt mal hier von unten nach oben durchschauen, direkt mit der Bereifung angefangen. Was für eine Bereifung hat denn der erste W50 in diesem Fall? Der hatte Diagonalreifen und hier sind jetzt schon Radialreifen drauf. Die kamen erst wesentlich später. Besseres Fahrverhalten, weicheres Federn. Das war dann schon ein toller Schritt in die Moderne der Bereifung. Dann haben wir die ersten Jahre unsere Einstiegsbügel in Wagenfarbe jeweils lackiert. Da gibt es dann auch Meinungen, dass die immer schon schwarz waren. Das stimmt nicht. Hier sind sie nachlackiert worden. Bei der Restauration hat man sie schwarz gemacht. Und das heißt, Sie konnten über Ihre Vereinstätigkeit auch die Restauration dieses Fahrzeuges mit begleiten? Ja. Haben einige von uns vom Verein komplett mitgemacht. Beraten. Das heißt, Sie sind nicht nur über Ihre Schulungstätigkeiten, sondern auch heute im Ruhestand über die Vereinstätigkeit noch immer eng mit diesem Fahrzeug verbunden. Wenn ich Sie jetzt nach einem Bauteil oder nach einem besonderen Teil des Fahrzeuges frage, was Ihnen in Erinnerung geblieben ist, was würden Sie dann benennen? Die kleinen Spiegel. Ach, okay. Warum? Was verbinden Sie mit denen? Wurden die dann richtig schön groß und man konnte auch wirklich richtig was sehen. Es war aber eben damals, der Barkas B1000 hat keine größeren und kleineren gehabt. War das auch etwas, was Sie in den Schulungen vermitteln mussten, dass die Leute beim Fahren ein gutes Auge dafür haben mussten, dass der Spiegel nur klein ist, dass es nicht so praktisch angelegt ist, groß? Nee, habe ich kein Wort drüber verloren. Ah ja, okay. Das heißt, geringe vielleicht noch Potenziale zur Ausbesserung hat man erstmal nicht groß besprochen in der Hoffnung oder weil man wusste, der W50 wird ja auch stetig weiterentwickelt in Ludwigsfelde. Und wahrscheinlich hatten wir auch noch keine größeren Spiegel zur Hand. Die wurden dann erst entwickelt und so weiter. Da muss die Kostenfrage geklärt werden und so weiter, bis man damit in Serie geht. Wenn wir jetzt hier weiter am Fahrzeug schauen, wir haben jetzt hier besprochen, dass es die Version der Langpritsche ist. Nee, der ist keine Speditionspritsche. Also eine reguläre Pritsche. Die Speditionspritsche hat einen längeren Radstand und eine längere, den Europaletten angepasste
Bemaßung. Mhm. Das ist der normale, ja. 3,20 Meter Radstand. Gibt es noch irgendwelche Besonderheiten, die wir an dieser Pritsche benennen sollten, außer dass wir jetzt hier für unseren Museumsbetrieb nochmal einen Fallschutz sozusagen installiert haben? Na, guck mal hier, so eine Kleinigkeit. Ein Splintbolzen, zwei Splinte und das an jeder Runge. Später kam ein kleiner Haken angeschweißt, auf den steckte man das rauf und hat hinten nur einmal gesichert, dass er nicht runterrutschen konnte. Das war ein Verbesserungsvorschlag, der kam, glaube ich, sogar aus dem Kundendienst von unseren Kollegen. Das heißt, Sie wurden oder waren in der Lage, direkte Verbesserungsvorschläge sozusagen in die Entwicklungsabteilung hineinzugeben und die haben dann auch auf Sie gehört im Sinne von, das sind die Leute, die es tagtäglich anwenden, die das Fahrzeug gut kennen und das ist ein wichtiger Input. Ja, wir sind doch, wenn wir von den Reisen aus den Ländern zurückkamen, haben wir teilgenommen an den Reklamationsberatungen beim technischen Direktor. Dort haben wir dann unsere Dinge vorgestellt, die unsere Kunden an uns herangetragen haben. Und da gab es so ein oder andere Ding. Ich erinnere mich an die Abdeckkappe fürs Lenkrad. Mhm. Aumaplast hieß die Firma, die uns das hergestellt hat. Da war eine 6er Schraube in der Plaste drin und dann wurde es raufgeschraubt oben und dann hat es praktisch die Narbe verdeckt von dem Lenkrad. Aber da hat man nicht mit der Sonne in Afrika gedacht. Ne? Wir haben da drinnen 70 Grad und mehr gehabt, wenn die Wagen in der Sonne standen. Ups, dann war der Deckel lose und die Schraube steckte noch drin. Da bin ich mal wiedergekommen, auch bei so einer Beratung, habe ich gesagt, hier müssen wir schnell was machen, die Autos können wir so nicht übergeben. Nehmt doch, waren damals die schwarzen Lenkräder, nehmt doch aus der Elektroindustrie die kleinen Kunststoffschrauben, schwarz, Kreuzschlitz, schraubt die von oben fest. Da wurde mir gesagt, aber Primus, wie sieht denn das aus? Ja, aber wenn sie runterfallen und die Schraube da drinnen steckt, das sieht besser aus. Naja, habe ich mich zurückgehalten und es war nicht lange, Vierteljahr, dann hat die Konstruktion das selber eingearbeitet. Das war dann ihr Vorschlag. Das heißt, für den internationalen Gebrauch des Fahrzeuges gab es doch noch Verbesserungen, die dann später angenommen wurden, auf jeden Fall. Ja, ein großes Augenmerk hat man eben auf Verbesserungsvorschläge gemacht, dass auch das Auto etwas preisgünstiger produziert werden konnte. Hatten Sie denn da Herausforderungen, dass Leute Sie international auch angesprochen haben und gesagt haben, wir haben jetzt hier diese Schulung, sicherlich wurden staatlich Fahrzeuge bestellt, aber man hadert eigentlich mit dem Preis des Fahrzeuges. Wie war die Preislage? Wie haben Sie das wahrgenommen? Haben die Leute gesagt, das ist erschwinglich, ist das okay, akzeptabel oder gar zu teuer? Ich glaube, da hat mein Klientel nicht ganz so mit zu tun gehabt und ich selber auch nicht. Dafür war unser Außenhandel verantwortlich und das ist nicht so rübergekommen. Und es waren auch viele Badergeschäfte, es waren Geschäfte mit Bananen gegen LKW und so weiter, Verrechnungsbasis, Schweizer Franken oder mit dem Rubel, transferablen Rubel und so weiter. Jetzt nochmal auf der anderen Seite des Fahrzeuges am Reserverad. Was gibt es dazu zu sagen? Ja, das ist hier schön versteckt zwischen Rahmen und Pritsche. Aber das hat bestimmt den Frauen in so einer Großmarkthalle nicht gefallen. Die kriegten die erste Kiste oder den ersten Korb runter und da hinten kamen sie nicht mehr ran. Die Pritsche war zu hoch für diese Zwecke. Dann haben wir das Reserverad später hinten unter den Rahmen aufgehangen, wie es eigentlich auch international groß üblich ist. Wir haben jetzt hier noch einige Objekte auf der Pritsche geparkt, die wir hier im Museum präsentieren. Die schauen wir uns doch jetzt gleich mal zusammen an. Hier auf der Pritsche haben wir Schulungsmodelle drauf. Wir sehen hier als erstes die Hinterachse auf der Seite, starr und schwenkbar auf der Seite. Das war mal ein Gedanke von mir, nicht zwei Achsen hier aufzustellen, eine Vorderachse, die beide Seiten schwenkt,
und eine Hinterachse, die starr ist, sondern da das schön zueinander passt, haben wir die sogar im Achsbau so bauen lassen, sodass wir immer nur ein Objekt mitschleppen mussten und beide schulen konnten. Das nächste ist ein Wechselgetriebe vom Getriebewerk Brandenburg. Man sieht schon, dass hier keine große Glocke ist, um es direkt an den Motor hier anzuflanschen, wie es noch beim S4000 üblich war, sondern weggebaut mit einer kleinen Kardanwelle dazwischen. Und das ist das einfache Getriebe für so einen Normallastwagen. Dann gab es noch die Nebenabtriebe für Hydraulikpumpen. Dann gab es das Verteilergetriebe für Allradfahrzeuge, um den Vorderachsantrieb zu haben, auch sehr variabel, in Schalenbauweise wunderbar auch reparabel. Das ist unser Herzstück, der Motor, der mit 125 PS 1967 dann in Serie ging. Er hatte ein neues Einspritzverfahren nach Dr. Meurer, das sogenannte M-Verfahren. Direkt einspritzend, ja, und hat dann bis zum Schluss praktisch durchhalten müssen. Da sprechen wir jetzt aber nicht vom Common Rail Verfahren, das Nein. ist wieder was anderes. Das Common Rail Verfahren ist ja ein Hochdruckverfahren, wo also eine Rail, die den Hochdruck verträgt, aufgefüllt wird mit Druck und dann über elektrisch gesteuerte Einspritzventile dann die Einspritzung organisiert, aber im W50 ist der erste LKW Common Rail Motor 70.000 Kilometer erprobt worden. Dieser Nordhäuser Common Rail Motor war schon mal hier in der Ausstellung von Nordhausen. Und wurde denn das Common Rail Verfahren, diese Direkteinspritzung, auch in Serie verbaut am W50 oder am L60? Nein, das ging nicht. Da waren einige Komponenten dabei, für die man die harte Währung hinlegen mussten, die wir hier also nicht herstellten. Und da hat man das noch nicht machen können. Das heißt also, die Innovation war da, aber die Ökonomie hat es einfach nicht zugelassen, das hier in Serienreife zu bringen. Oder nicht in Serienreife zu bringen, sondern in Serie zu verbauen und zu verkaufen letztendlich. Selbst im PKW kam es ja auch recht, sagen wir spät, in den 90er Jahren. Der erste 50, auf dem wir jetzt hier stehen, der kommt noch mit einem Vierzylindermotor aus, oder? Mhm, ja, ja. Das ist ein Vierzylinder. Wie verläuft dann die Entwicklung hin zum Sechszylindermotor später? Naja, wir haben von Anfang an eigentlich schon immer ein bisschen Schwäche auf der Brust gehabt. Die 125 PS, dann 10 Tonnen Gesamtmasse und noch ein Anhänger dran und in die Berge, dann hätte man sich doch schon ein bisschen mehr Power gewünscht. Und so war ja dann auch die Entwicklung da drüben, an dem schon einen Sechszylinder zu haben, der dann mindestens an die 200 PS, 180 PS, 200 PS rankam. Gab es denn auch Kunden in deinen Schulungen oder SchülerInnen, die du dort sozusagen betreut hast, die das gleich am Anfang gemerkt haben, dass der W50-Motor doch für bestimmte Regionen schwach auf der Brust ist, wie du sagst? Naja, das wurde diskutiert. Gut, ich bedanke mich, dass wir auch noch mal auf die Pritsche schauen konnten. Wunderbar, aber einen anderen Blickwinkel. Herr Primus, wir stehen jetzt hier sozusagen direkt am Fahrerhaus des ersten W50. Wenn ich jetzt mal reinschaue, interessiert mich direkt, was ist denn das da für eine metallische Kette unter dem Lenkrad? Die ist mir eigentlich so nicht bekannt. Diese Kette bedient ein Kühler-Holo, dass ich also, wenn ich losfahre und es kalt zuziehen kann, dass der Kühler vorne noch zusätzlich abgedeckt ist, wobei er aber durch das vorhandene Thermostat im Kühlkreislauf eigentlich gar nicht dazu geschaltet war, sondern der kleine Kühlerkreislauf lief und die Heizung da bedient wurde. Das konnte dann entfallen. Möglich, dass es noch aus den Testfahrten in Sibirien stammte und dort auch ja, vielleicht gute Ergebnisse gebracht hat. Wir brauchten das dann später nicht mehr. Und wir haben das Fahrerhaus so bis 1990, bis zum Ende der Produktion, so produziert.